Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Falls dich interessiert, wie du so einen Zopf machen kannst, der einigermaßen realistisch ausschaut, dann bleib jetzt dran und falls nicht, vielleicht gefällt dir ja ein anderes Video hier. Und ja, für alle, die es interessiert, fangen wir an. Kommen wir als erstes mal zu den Sachen, die man braucht, was natürlich logischerweise erstmal die Perücke wäre, mit der man arbeiten möchte. Ich habe hier so eine mit so einem Clip-Zopf dran. Einfach weil es sonst keine in der passenden Farbe gab. Funktioniert aber auch ohne so einen Zopf. Das ist eigentlich relativ egal. Dann das nächste, was man braucht, ist so ein Nahtrimmer. Alternativ geht aber auch eine kleine Nagelschere dafür. Dann eine Stecknadel, um die Perücke festzustecken. So ein bisschen Nähgarn, am besten in der Farbe von der Perücke. Dazu logischerweise eine Nadel. Und weil es die ganze Arbeit einfacher macht, ein Perückenkopf. Der ist nicht ganz so zwingend, aber ja, geht halt leichter damit. Und außerdem optional so ein paar Haarklammern und Klemmen und so ein Zeug. Macht euch auch die Arbeit leichter. Kann man aber auch ohne machen, falls. So, als erstes nehmen wir uns mal unseren Perückenkopf und packen da die Perücke drauf. So. Und ja, logischerweise feststecken, damit das hier nicht die ganze Zeit runterfällt. Gut. Dann, was wir jetzt im Prinzip eigentlich machen, wir tun uns mal erstmal so ein paar Haare aus dem Weg, die halt alle stören. Ich werde euch das jetzt nicht an der kompletten Perücke zeigen, weil einmal erklärt und dann ist es für das ganze Ding dasselbe. Außerdem habe ich auch schon mal ein Tutorial für Perücken gemacht. Da wird dasselbe eigentlich auch nochmal genauer erklärt. Und zwar, also, was ihr jetzt macht. Ihr habt ja hier an der Perücke diese ganz kleinen Härchen dran. Und damit geht ihr jetzt halt in euer Nahtrimmer rein und macht die locker und ihr müsst halt aufpassen, dass ihr nur diese Fältchen erwischt und nicht irgendwie die lila Haare, weil dann würdet ihr die rausziehen und das will ja keiner. Was man dann jetzt sehen kann, ist, dass das hier so locker wird. Ne? Und was wir jetzt praktisch wollen, wir machen das jetzt an der ganzen Perücke überall diese Fäden ab und dann haben wir halt diese Haarteile, die schimpfen sich Tressen, alle einzeln. So, wenn ihr fertig seid, sieht das bei euch vermutlich auch ungefähr so aus. Und zwar, ich habe mir meine Haare hier so ein bisschen aufgeteilt. Zum einen haben wir hier dieses Ding, das haben nicht alle Perücken, aber manche. Das hier ist so ein kleines Kopfhautimitat, sage ich mal. Das ist meistens bei eurer Perücke ganz oben und da sind Haare einzeln so reingeklebt, dass das halt irgendwie normal ausschaut. Ja, also das Teil habe ich separat. Dann habe ich hier ganz viele Haare, die sind halt alle schön glatt. Und hier sind so welche, die sind ein bisschen kürzer. Und hier habe ich welche, die sind halt länger von der Haarlänge her. Das wird später noch wichtig für die, die auch mit so einer kurzen Perücke arbeiten. Bei die, die lange Haare haben, dann ist es eigentlich egal. Dann habe ich hier auch nochmal andere. Und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber die sind so ein bisschen kriselig. Also so verfilzt halt. Ja. Und zum Schluss habe ich hier auch noch das da. Das ist halt die Basis von der Perücke, wenn sie komplett auseinandergenommen ist. Ein paar Haare sind da noch dran. Das ist nämlich vorne der Pony. Und da eh die Haare wieder so hinkommen würden, habe ich das einfach dran gelassen. Das spart mir so ein bisschen Arbeit. So, als erstes brauchen wir jetzt hier diese Basis von der Perücke. Und zwar hat die ja hier so ganz viele Gummibänder dran, die beim Tressenablösen teilweise eh schon abgegangen sind. Und die alle machen wir jetzt auch noch ganz ab. Gut, also die ganzen Gummibänder sind jetzt ab. Und das nächste, was wir machen, ist die wieder annähen. Und zwar, wenn wir die halt hier an der ganzen Perücke so einmal außenrum festnähen, halt an einem Ende und also stellt euch vor, das ist dann halt jetzt hier irgendwie so dran. Und das andere Ende,
Das werden wir dann irgendwo nach hier führen zum Beispiel. Um, ja, dass halt alle von diesen Gummibändern praktisch an den Punkt gehen, wo ihr dann später den Zopf haben wollt. Ich zeige euch gleich, wie das ausschaut. So, ich bin fertig mit Nähen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe noch so ein paar Gummibänder übrig, aber das ist eigentlich scheißegal, weil die werden eh zu kurz und man braucht sie auch nicht. Man braucht eigentlich nur die hier. Und zwar braucht man die, weil man die Haare im Gegensatz zu einer normalen Perücke, wo die halt einfach so gerade dran wären, tun wir die Haare so spiralförmig dran nähen. Und zwar fangen wir aber dabei von hier außen an und nähen hier einmal halt komplett rum. Und zwar empfehle ich euch dafür, die längsten Haare zu nehmen, die ihr habt, weil wenn die hier unten sind, werden die dann nach oben zum Zopf hingenommen. Übrigens, hier wird dann der Zopf sein. Falls ihr den halt woanders haben wollt, müsst ihr schauen, dass die Seitenbänder zum Beispiel nach hier gehen oder so, je nachdem, wie ihr das halt möchtet. Ne? Also nehmt euch dann halt welche von euren Haaren und näht die da praktisch so dran. Und eben weil die hier so kurz sind, die längeren nehmen, damit die auch von hier nach da reichen. Bei Langhaarperücken ist es wahrscheinlich wieder egal, weil wenn eure Haare so einen Meter lang sind, dann interessiert es keinen. Nur bei Kurzhaarperücken müsst ihr das halt so machen, anders funktioniert es wahrscheinlich nicht. Also ich werde jetzt erstmal die erste Reihe festnähen und euch dann wieder zeigen. So, mit der ersten Schicht Haare bin ich jetzt einmal rum. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich habe die Haare nicht praktisch auf die Basis da genäht, sondern darunter. Also da so, auf der Innenseite. Und zwar hat es den Sinn, weil wir nehmen ja dann die Haare und ziehen die so hoch. Ne? Also so, und dadurch sieht es dann halt ordentlich aus und man hat nicht hier eventuell Ränder von dem Gummiband. Falls ihr viele Haare habt, würde ich empfehlen, man macht da ein, zwei Schichten Haare noch auf die Innenseite. Falls nicht, macht mal eine. Und was auch immer dann noch übrig ist am Schluss an Haaren, das kommt halt nochmal nach innen. Ich werde jetzt aber erstmal damit weitermachen, halt hier oben lang zu machen. Und bin übrigens mittlerweile auf Heißklebe umgestiegen, weil das wesentlich schneller und einfacher geht. Es gibt auch, also die meisten machen es glaube ich mit Stoffkleber, den habe ich aber nicht da. Heißkleber geht genauso, solange ihr eure Perücke nicht bei 40 Grad in der Sonne stehen lasst den ganzen Tag, schmilzt sie auch nicht weg oder so, also alles gut. Ja. Und mit Heißkleber mache ich es dann immer so, also ich klebe jetzt hier nicht komplett alles mit Kleber voll, sondern ich mache immer so kleine Punkte mit einer Lücke dazwischen, damit die, weil die Perücke ist ja elastisch so ein bisschen, und wenn ihr die komplett festkleben würde, dann würde diese Elastizität weggehen und sie passt euch eventuell nicht mehr, deswegen macht es so mit immer ein bisschen Platz dazwischen. Das ist mein Fortschritt, es sieht nicht nach viel aus, aber ungefähr so ein Stück ist mittlerweile Haare. Und ja, es sieht etwas wild aus. Aber die Theorie ist praktisch, man nimmt das alles dann und pappt das so hoch. Und wie ihr seht, das, wenn man es jetzt ordentlich halten würde, wäre halt schön und gleichmäßig da und nicht wie wenn ihr einfach eine normale Perücke hochnehmen würdet, dass man da noch halb diese Basis davon sieht. Also ich mache mal weiter und melde mich wieder, wenn ich irgendwo da oben bin. Ich bin fertig. So sieht das Ganze bei mir jetzt aus. Wie man sehen kann, es hat so ein bisschen einen spiralförmigen, ja, es ist halt spiralförmig da so bis zur Mitte hin. Und wie ihr auch sehen könnt, ist hier oben relativ viele Abstände zwischen den Haaren. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil man ja die Haare von hier unten nimmt und nach oben packt und dadurch werden die dann verdeckt. Vielleicht, ich habe nämlich noch ein paar Haare übrig, werde ich die da auch noch reinnehmen, wir werden mal schauen. Und ja, wir haben ja jetzt noch dieses Teil hier übrig, wo das Kopfhautimitat dran ist. Und das packen wir jetzt hier oben dran. So, das machen wir jetzt. Und dann werden wir dieses Teil zu einem Zopf binden und dann
so Schicht für Schicht werden wir halt diese Haare nehmen, ne, so, und hier zur Mitte hin tun. Und die dann immer in den Zopf binden. Und das machen wir jetzt mit allen Haaren, bis die oben sind. Wenn zwischendrin Haare sind, die zu kurz sind, kann man die auch einfach nur hochhalten und mit Haarspray ansprühen und dann halten die auch so, wie sie sein sollen. Ich werde das jetzt mal machen und euch dann vielleicht auch zeigen, wenn ich an so eine Stelle komme, wo ich das machen muss. So, übrigens, was ich vorhin meinte mit Haare festsprühen, wenn das nicht passt oder halt nicht ordentlich da liegt, so wie hier. Und zwar nehmt ihr euch dann die Haare so, also halt immer nur so eine Reihe an Haaren, legt ihr euch da so hin, wie ihr die braucht, und dann sprüht ihr da mit Haarspray drauf und danach föhnt ihr das und dann hält das. Ich würde es euch gerne zeigen, aber eine Hand hält Haare, eine Hand hält die Kamera, von daher ist das ein bisschen ungünstig. Aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ansonsten gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es noch irgendwas gibt, was unverständlich war, dann erkläre ich euch das so. Noch eine kurze Anmerkung fürs Kleben, also beziehungsweise fürs Festsprühen mit Haarspray. Wenn ihr so eine Strähne habt und die dahin pappen wollt, dann achtet darauf, dass ihr die nicht so nach oben zieht, weil sonst habt ihr da so große Löcher zwischen euren Haaren. Außerdem kann es dann auch sein, dass die zu klein ist und nicht mehr richtig passt, deswegen achtet darauf, dass die immer möglichst gerade bleiben und halt da, wo sie sein sollen und nicht zu weit unten. So sieht es aus, wenn es fertig ist und alle Haare schön nach hinten sind. Es sieht ein bisschen locker aus, weil deswegen Perückenköpfe sind immer kleiner als Menschenköpfe. Deshalb, wenn es jetzt alles super schön glatt und ordentlich an diesem Perückenkopf anliegen würde, wäre es an eurem eigenen Kopf wahrscheinlich zu klein. Also denkt da dran. Und ja, das wird jetzt umfallen, weil dieser Zopf sehr schwer ist. Aber hinten, hier ist immer so ein bisschen Platz. Eben, dass das dann an den Menschenkopf passt, weil das ist ja das Ziel. Und nicht nur, dass es halt so gut ausschaut. Ja, und ich hatte ja gesagt, dass ich hier so einen Anklipp-Zopf habe. Und ja, so sehe das Ganze aus, wenn ihr keinen so einen Zopf habt. Dann hättet ihr halt wirklich einfach nur die ganzen Haare nach hinten in einem normalen Zopf drinne. Sowas sieht schöner aus, wenn ihr lange Haare habt und schön volle Perücken. Weil so ist das halt ein bisschen traurig irgendwie, finde ich. Deshalb Anklipp-Zöpfe bei so kurzen Frisuren geht meistens besser. Und dann könnt ihr das da so dran machen. Und ja. Ich finde, das sieht halt mehr wie so normale Anime-Zöpfe aus. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, diese Beschreibung, aber ja, es ist halt schöner. Übrigens, falls euch interessiert, so, ich habe jetzt hier auch den Pony und so gestylt. Ihr könnt mir gerne raten, für welchen Charakter die Frisur sein soll. Und ja, wie ich den Pony und sowas gemacht habe, sage ich bewusst nicht, weil sonst wäre das Video hier 5 Stunden lang. Und das sowas zu machen, ist dann auch eigentlich eine Erklärung für ein anderes Video. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr noch weitere Tutorials möchtet, oder Fragen zu dem ihr habt oder sonst allgemein zu irgendwas, gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen über Likes und Abos. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao!